So Leute, und willkommen zurück zu Alan Wake in der Remastered Version. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben und ja, Freunde, weiter geht es. Wir müssen mit Rusty sprechen. Ah, da können wir nicht durch. Ist hier sonst noch was? Na gut. Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Ah, da ist eine Thermosflasche. Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Alles ist einfach. Weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty. Stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahnschein. Okay, klar. Alles klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Er hat Glück gehabt. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Ja, okay. Du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst... Dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Das Formular unterschreiben. Rusty, das Formular geben. Okay. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Und tschüss. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Ups! Und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit deiner Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kieteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Al, komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. Gut, auf zum Auto. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al? Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen.
Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Was? Zum Lover's Peak gehen. Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Aha. Hier ist eine Thermosflasche. 15% Anzahlung nehmen. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 10 von 100. Okay. Batterien nehmen. Sonst noch was? Na gut. Auf geht's zum Lover's Peak. Ja, mach das, Barry. Manuskript. Barry zweifelt an Wakes Verstand. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Muss ich den Wagen benutzen? Zur Polizei gehen soll. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Ich schlaf. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Was haben wir hier für eine Hütte? Haben wir hier was? Revolver-Munition. Nice. Ist ein Radio? Gut, okay. Eine Reifenschaukel. Okay. Ist noch eine Hütte. Hier ist nix. Okay.
gucken, was hier oben ist. Aha, eine Manuskriptseite. Rose und Rusty. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht ihr Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Okay. Noch eine Manuskriptseite. Rusty stirbt. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helft mir! Rusty helfen. Eine weitere Manuskriptseite. Rusty wird vom Dunkel angegriffen. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewickelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Wer will schon alleine sterben, ey? Alleine zu sterben und niemanden an seiner Seite zu haben, ist schon irgendwie echt scheiße, muss man sagen. Hallo? Ich bin hier erklären, was passiert war. Lichter anschalten. Okay. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Eine weitere Manuskriptseite. Wake gelangt in die Sicherheit des Lichts. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich. Doch er kam nicht.
Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Okay. Schalter demoliert. Ich kann die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Auf dem Boden waren Öllager. Oh! Wow! Hier. So. Irgendetwas hat ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. What the fuck? Komm schon. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann, oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Manuskript nehmen. Rustys letzte Gedanken. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager, doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Okay.
Lover's Peak, hier lang. Wow! Oh. Oh fuck. Puh. Der große Alte. Diese außergewöhnlich große Gebüchs. Douglas C. Aber über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde, Legenden der Einheimischen nach, reichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter, fast ein Weltrekord. Okay. Ach du Scheiße. Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön. Zack. Manuskriptseite. Wake sieht das Fackelsymbol. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich blühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr, hatte das hier gelassen. Okay. Hm. Thank you.
Alter, yo! Fuck! Alter, ja, yo! Hier geht's nicht lang. Oh, da haben wir wieder eine Thermosflasche. So. Was haben wir hier? Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen, im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse: Das Washington-Territorium wurde gebildet, Gründung der Great Falls Mining Co. und der Stadt selbst. Washington tritt Staatenbund bei, 1929 wird beim Waldbrand beschädigt. Die Great Falls Mining Co. schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake, Ausbruch des MT St. Helens. Wird durch einen Sturm gefällt. Mhm. Okay. Ich kann hier nicht weiter. Hä? Ah, okay. Hier rüber. Gut, okay. Manuskriptseite. Na komm. Geht doch. Night Angels Ankunft. Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Okay. Thank you.
los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Nice. Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und alles hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake, machen Sie schon! Ich komm doch. Ich hab gar keine Waffe. Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche die Waffe. Ha, keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Bretter! Oh fuck. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. So sieht's aus, Wreck. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Herr mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich jetzt Programm. Stirb doch einfach! Stirb!
Alter, wie viel noch? Jo. Oh, fuck. Und das Ganze jetzt nochmal, willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Alter. Gut. Thermosflasche einsammeln. Okay, okay, konnte ich jetzt nicht mehr machen. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn sie sie durch den Wald schaffen. Hier ist Kontrollpunkt, nicht wahr? Ja, okay. Nein, kommen Sie zurück! Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück! Freunde, ich würde sagen, hier ist erstmal Schluss mit Alan Wake in der Remastered-Version. Zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Ja, Alan, machen wir beim nächsten Mal. Freunde, wenn euch der neue Part von Alan Wake gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Alan Wake in der Remastered-Version. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.